Hallo liebe Freunde und wir machen weiter mit Biomutant. Was ist bis jetzt passiert? Uns wurde ein bisschen halt die Geschichte erzählt, was genau denn passiert ist und was wir, also was unsere Aufgabe ist. Und jetzt sind wir in einer Erinnerung von unserem kleinen Freund. Ja, das zeigt uns, glaube ich, jetzt, was ihm zugestoßen ist, als er noch ein kleiner war, also mit seinen Eltern, mit seiner Familie. Und jetzt müssen wir, was müssen wir jetzt suchen? Durchwühle das Glitzergras. Wo ist es da? Wo ist das? Ja, okay, da unten. Kann ich hier runterspringen? Sterbe ich, wenn ich hier runterspringe? Nein. Oh, das wäre, also, ich habe das Gefühl, dass ich nicht schwimmen kann. Sollen wir versuchen? Nein, wir haben nicht so viel. Ich sterbe. Nein, aufpassen. Okay, wir können nicht unendlich schwimmen. Das ist schon mal klar. Okay, was haben wir hier? Kann ich hier, hallo? Ah. Du hast einen entdeckt. Darauf kannst du stolz sein, denn sie zeigen sich nicht jedem. Hey? Die Pensei brauchen die Ki-Energie der Nono, um den Kreislauf zu vollenden und zu einem Baum des Lebens zu werden. Was für ein Pensei, das würde ich fragen. Der kleine Baum, den du da oben gesehen hast, wird einmal zu einem Baum des Lebens werden und die Natur nähren. Er wird zum Herzen des Landes werden. Der Baum muss lange Zeit genährt werden. Nur wenn die Nono ihr Ki explosionsartig freigeben und eins mit dem Baum werden, wird der Baum ein Starker werden. Du wirst ein Netz brauchen. Oh Gott, was um ist das den bitte Nono für eine zu fangen. Fantasiesprache? Er möchte, dass du seins benutzt und sanft vorgehst. Die Nono sind empfindliche Wesen, eine Verkörperung des Ki, der Urenergie. Okay, Netz erhalten, der Nono. Und wieso bin ich bitte so bläulich? Ich hatte doch eher so einen weißen Fell gehabt. Hat sich die irgendwie die Helligkeit geändert? Komm her! Komm her, hab ich dir gesagt! Jetzt. Du schwingst dieses Netz wie ein Naturtalent. Oh, Er danke ist schön. beeindruckt. Danke, danke. Er ist für jede Hilfe dankbar. Da draußen gibt es jede Menge Nono, die zu den Wurzeln des Pensei-Baumes geleitet werden müssen. Wie viele sind nötig? Oh, Das es ist am braucht eine wichtigsten. stetige Zufuhr an Ki für die nächsten 20 Monatszwölfer, also unzählige. Was bekomme ich dafür? Er hofft, dass der Baum eines Tages hoch genug ragt, um die Welt zu erhalten. Aber heute solltest du dich darauf konzentrieren, dass dieser eins mit dem Baum werden kann. Neue Hauptquest. Der Ver was? Verflochtene Pensei. Führe die Nono mit dem Baum zusammen. Oh Gott, okay. Wie soll ich hier denn? Okay, ich muss hier hoch. So. Ich weiß nicht, aber irgendwie mein Fell war doch eher weißlich und jetzt ist es irgendwie bläulich geworden. Kein Plan, was da jetzt los ist. Irgendwas ist mit der Helligkeit passiert oder mit Kontrast. Ich weiß es nicht. Und ja. Über ein Abo, natürlich, würde ich mich auch freuen. Falls ihr weiteres nicht verpassen möchtet, lasst gerne ein Abo da und natürlich ein leckeres Like. Über ein Like natürlich würden wir uns auch freuen, würde ich mich freuen. Das ist also hier, das ist Pensei? Jetzt, da du die Verbindung der Nono zum Baum mit deinen eigenen Augen gesehen hast, gibt es keinen Grund mehr zum Zweifeln. Ab heute Er besteht wollte sein Lebensziel Beatboxing. darin, den Pensei zu hegen und zu pflegen, bis er zu einem Lebensbaum wird. Nicht nur zum Wohl des Dorfes, sondern zu dem aller Lebewesen. Eines Tages wird der Frieden gestört werden.
dann wird nicht einmal mehr deine Mamu alle schützen können. Mamu. Okay. Die Auswirkungen der rücksichtslosen Handlungen derer, die zuvor hier lebten, sind bereits sichtbar. Wenn sich nichts ändert, sind alle verdammt. Das Land wird die Folgen der Nebeneffekte des industriellen Fortschritts der alten Welt nicht überstehen. Er meint, du solltest lieber rasch zurück ins Dorf, bevor deine Mamu nach dir sucht. Du hast heute gute Arbeit geleistet. Sie hat nur Wung Fu im Kopf. Ich sollte ihr keine Sorgen bereiten, ja? Das haben Mütter nicht verdient. Sie ist viel zu beschäftigt und nach dem Überfall auf das Lupin-Lager gestern Nacht mit ihren Schülern braucht sie ihre Ruhe. Ob sie die Räuberfamilie wohl am Leben lassen? Er hat dich für eine Weile verloren, doch keine Erinnerung ist allein. Sie gehört zu einer Spur, der du folgen kannst. Okay. Kann ich das nicht überspringen, wo der so diese Fantasiesprache? Erinnert sich an jeden einzelnen Tag, an dem er den Baum des Lebens pflegte. Doch jetzt fürchtet er, dass es vergebens gewesen sein könnte. Der Baum begann zu welken, als die Endtage begannen. Bald danach tauchten die Weltenfresser auf. Weltenfresser? Die Endtage? Was soll ich fragen? Also Weltenfresser, eher die Endtage, was ist das? Okay, die Fantasiesprache kann ich überspringen. Über die Zerstörung des Landes durch die Toxanol Corporation. Die Apokalypse entfachte eine Re-Evolution, die Wiederkunft und der Anfang des neuen Lebens. Sein Freund Gizmo arbeitet an einem Mekton. Er braucht Hilfe, um den Jumbo-Knäuel am Ende der Westwurzel zu besiegen. Viz repariert immer noch seinen Oktopod, um sich dem Trübschnauber zu stellen, der tief unter der Oberfläche am Ende der Nordwestwurzel lauert. Okay. Das ist unsere Karte, wie es aussieht, unsere Insel. Noko hat den Mut gezähmt und bereitet alles für den Kampf gegen den Hufschnauber am Ende der Ostwurzel vor. Glibbo ist endlich so gut wie fertig mit der Arbeit am Glibbergleiter. Mit ihm kannst du auf den Wellen reiten, bis zum Pummelschnauber, ganz am Ende der Südostwurzel. Iboda Gilmok. Wai Gaitawa? Tamuk Gabamuktab. Steinalt sagt, seine Freunde rüsten sich für den Kampf gegen die Weltenfresser. Am Ende jeder Wurzel befindet sich einer von ihnen. Du Wobu. Dies wird kein leichter Weg. Doch er zählt auf deine Hilfe. Allein können seine Freunde es nicht schaffen. Sie sind nicht stark genug. Loma und nicht stark genug, also? Junge. Er will dir zu verstehen geben, dass ihr alle sterben werdet, wenn der Baum nicht gerettet wird. Ja, und wie besiege ich denn die Weltenfresser? Seine Freunde haben für jeden Weltenfresser etwas vorbereitet. Der Mekton, der Oktopod, der Mute und der Glibbergleiter sind fast schon einsatzbereit. So oder so werdet ihr euch wiedersehen, sobald du deine Rolle beim Stammeskrieg und den Weltenfressern erfüllt hast. Du Wobu. Danke schön, Stangenetz. Alles nehmen. So. Hauptquest abgeschlossen. Ein anderer, was? Schicksal der Welt. Neue Hauptquest. Okay, nice. Blockierte Tür. Gibt es hier irgendwas? Kiste oder sonst was, was ich öffnen kann? Okay, warte. Kann ich die Karte öffnen? Ja. Die Karte, da hinten können wir aber noch nicht hin. Wir sind immer noch hier. Verfolgte Quest. Legendäre... Was ist das hier? Alle Quests. Okay, ich hab nur das erstmal. Okay. Aufmachen. So langsam hast du es raus. Muss sein. Langsam muss sein. Am schnellsten geht es durch das Dach raus, wo sie reingekommen sind. Das Seil sollte dir genug Halt bieten.
Ja, darauf wäre ich auch alleine gekommen. So, rauf hier, schneller, schneller, schneller. So. Wisse, dass der Baum des Lebens stirbt. Seine Tage sind gezählt. Ohne Hilfe wird er den Umweltwandel und den Angriff der Weltenfresser nicht überstehen. Okay. Biomutant. Präsentiert von Experiment 101. Wir werden unser Bestes geben und ich habe einen Trophäe erhalten. Ich weiß nicht, wie man das ausstellt. Muss ich mal demnächst gucken. Sprinten. Ja, das habe ich schon rausgefunden. Wuhu! Oh. Ein Wegweiser für alle kartografisch Überforderten. Der Wegweiser. Damit kenne ich mich aus. Mal sehen. Hat er gerade gepinkelt? Hat er gerade gepinkelt? Wegweiser. Überall auf der Welt befinden sich Wegweiser in der Nähe von interessanten Orten. Du schaltest einen Wegweiser frei, indem du mit ihm interagierst. Wähle einen freigeschalteten Wegweiser auf der Karte aus und schnell dort... Ja, das weiß ich schon. Gut, diesen Weg kenne ich mich aus. Okay, wage dich in die Welt hinaus. Der erste Schritt. Okay. Hier habe ich schön gepinkelt, mein Revier markiert. Also wisst ihr Bescheid. Einmal so im Kreis noch laufen, ihr wisst. So, wage dich in die Welt hinaus. Das werden wir machen. Die sind klein und niedlich. Die Leute wissen doch nicht, was... Oh, okay. Ich habe nichts gesagt. Tut mir leid. Okay, einfach ein ganzes, komplettes das Dorf zerstört. Das muss der Weltenfresser sein, der Stein als Bein abgebissen hat. Wenn du den erledigen willst, musst du dir was einfallen lassen. Im Laufe der Zeit haben die Weltenfresser in dieser Welt Spuren hinterlassen. Ja. Dies ist nicht das erste Dorf und auch nicht das letzte, das ist ihm auch, zum Opfer fällt. Ist auch nicht zu übersehen, würde ich sagen. Kann ich hier hoch? Ja, da kann ich hoch, aber ich gehe mal erst ins Dorf. Da muss ich ja auch hin. Sieh, jemand hat überlebt. Es ist gut zu sehen, dass es jemand geschafft hat. Ich kann dir ein Verband geben, was ich in der Toilette gefunden habe. Er hat von den Schrecken gehört, für die die Weltenfresser bei den anderen Enklaven sorgen. Doch er hätte nie gedacht, dass sie bis hierher kommen. Dein inneres Gleichgewicht sind zwei Hälften, die ein Ganzes bilden, das alle Dinge durchzieht. Ab und an kannst du dein inneres Gleichgewicht durch Taten und Entscheidungen in Dialogen offenbaren. Nur wenige handeln stets nach der gleichen Maxim. Unser Ganzes bildet aber die Summe aller von uns getroffenen Entscheidungen und Handlungen. Die Balance deiner Handlungen besteht deinen Aura-Wert, welcher deiner Dialogoption mit anderen Charakteren beeinflusst. Selbst wenn der Baum des Lebens den Angriff überleben sollte, sorgt er sich, dass am Ende nichts mehr übrig bleibt, was sich noch retten lässt. Ihm ist nicht klar, was für eine Verbindung du zu diesem Ort hast. Doch etwas sagt ihm, dass du deinem Herzen treu geblieben bist. Für Interaktionen mit Gefangenen und Schreinen erhältst du PSI-Punkte. Damit kannst du PSI-Kräfte freischalten. Diese Kräfte können nur freigeschaltet werden, sobald du das dafür benötigte dunkle oder helle innere Gleichgewicht erlangt hast. So oder so braucht er deine Hilfe. Er sagt, man wird nach den eigenen Taten beurteilt, nicht nach den Absichten. Ich überlasse dich deinem Schicksal. Nein, der Arme, der hat gerade eben sein Dorf verloren. Vielleicht auch noch Familie und Freunde. Wir helfen dir. Er ist dankbar dafür, dass du noch einen Funken Licht in dir zu tragen scheinst. Gerne, gerne. Lass mich das nicht bereuen. Oh, da ist ein Funken
Augen des Lichts in dir. Schon zu viel. Schon zu viel? Ganz genau. Tritt den Funken aus, bevor er sich vergrößert. Und sei doch nicht so. Es ist bloß ein kleiner Funken. Lösche ihn, solange er noch klein ist. Es gibt immer einen anderen Funken. Oh nein! Oh nein, du hast einen PSI-Punkt erhalten. Verwende ihn, um Kräfte in Mutationsmenü freizuschalten. Einige Kräfte werden erfordern eine bestimmte Aura-Wertung. Du kannst mit PSI-Punkten nur Kräfte freischalten, die entweder keine Farbe oder die gleiche Farbe wie deine aktuelle Aura haben. Ich wollte das nicht, das war ungewollt. Das war nur eine Frage, ist das schon zu viel? Da ist Steinalt schon wieder. Er muss etwas Wichtiges vergessen haben. Steinalt meint, dass du eine bessere Chance gegen die Weltenfresser hast, wenn dir ein Stamm zur Seite steht. Und es befinden sich zwei in der Nähe. Der Myriad-Stamm sollte eine weise Wahl sein, denn er handelt nach einem Ehrenkodex und zum Wohle aller. Wen du auch wählst, es wird nicht leicht sein, denn der Konflikt zwischen den Stämmen spitzt sich zu. Sie stehen am Rande eines Krieges. Wir haben etwas freigeschaltet. Seit sich die Giganten aus den Tiefen des Nasses erhoben haben, wollten die Myriad um jeden Preis die Weltenfresser aufhalten. Es erscheint logisch, sich auf die Seite der Myriad zu stellen, um eine zersplitterte Welt zu vereinen. Aber wäre es auch richtig? Eins ist jedoch sicher, das Schicksal kommt, so oder so. Der Yagni-Stamm verfolgt immer nur ein Ziel, die Welt durch Auslöschung der Schwachen ins Gleichgewicht zu bringen. Sie glauben, um die Welt zu erneuern, muss sie gesäubert werden. Darum lassen sie zu, dass die Weltenfresser den Baum des Lebens zu Fall bringen. Sich mit den Yagni zu verbünden, ist jedoch keine gänzlich schlechte Sache. Das Schicksal findet einen Weg. Steinalt sagt, jemand muss die Pattsituation aufheben, um das Gleichgewicht der Kräfte zugunsten der Yagni oder der Myriad zu verschieben. Er glaubt, der Stammes-Sifu wird dir zuhören. Du solltest zumindest einem von ihnen einen Besuch abstatten, vornehmlich den Myriad. Haben die Stämme die Weltenfresser angegriffen? Warum die Myriad? Er spürt, dass du die Weltsicht der Myriad teilst. Die Myriad würden jemanden willkommen heißen, der bereit ist, gegen die Tyrannei der Yagni zu kämpfen. Falls du nicht mehr weißt, was du tun sollst, wartet Steinalt am Fuß des Baums des Lebens auf dich. So oder so werdet ihr euch wiedersehen, sobald du deine Rolle beim Stammeskrieg und den Weltenfressern erfüllt hast. So. Questverfolgung. Deine aktuellen und begonnenen Quests werden im Tagebuch angezeigt. Schau dafür ins obere Menü. Du kannst bestimmen, welche Quest verfolgen werden soll. Öffne dazu den Tagebuchreiter und wähle einen anderen Quest. Ich muss das am Anfang alles lesen, weil sonst habe ich Probleme. Ja, was haben wir denn hier? Eine andere Welt. Sprich mit dem Shifo der Yagni oder der Myriad. Mit Sifu Jagd oder. Also, ich würde schon eher rechts gehen. Aber bevor ich das mache, im Tagebuch findest du Informationen zu deinem Quest sowie alle bisherigen Tutorials und Dialoge. Der Stammeskrieg. Sprich mit dem Schiefer der Jagd oder mir. Also, beides ist mein Nebenquest. Also, beides muss ich machen, so wie es aussieht. Hauptquest. Und was ist hier Nebenquest? Hab ich nicht. Sind alle grau. Hier habe ich keine Nebenquests, oder? Nee. Das ist kein Nebenquest. Was ist das hier? Tutorials?
Okay. Besiege alle Weltenfresser. Abgeschlossen. Der Baum. Okay, das habe ich schon abgeschlossen. Das ist jetzt ein bisschen. Ah, oh, das ist so. Okay, wir fangen einfach mal hier an. Nein. Eine andere Welt. Das will ich machen. Genau. Karte. Wegpunkt platzieren. Okay, müsste jetzt geklappt haben. Eine weitere Weggabelung. Entweder der Tunnel oder die Motorbrücke. Wie entscheidest du dich? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, aber ich muss mal gucken, was kann ich denn hier irgendwas machen? Upsi. Charakter, Ausrüstung. Wenn ich meine, irgendwie irgendwas craften oder sonst was? Inventar, was haben wir denn hier? Das brauche ich nicht. Ausrüstung. Oh, was ist das denn? Oh. Rechte Schulter. Was ist das? Du kannst deine Ausrüstung nach unterschiedlichen Werten sortieren. Okay, aber ich habe, glaube ich, auch keine Blätter. Ausrüsten. Habe ich das schon? Was ist das? Ah. Ach, das habe ich schon. Okay, dann behalte ich das mal lieber. Rumpf. Huch. Oh mein Gott. Und wieso bin ich blau? Ich hatte weiß gemacht. Wieso hat sich meine Fellfarbe jetzt geändert? War das ein Spielfehler? Kann es sein, dass es ein Spielfehler war? Ach Gott. Kann ich auch ohne hier Unterhüß sehen? Aber nein, ich will Klamotten. Klamotten sind schön. So, Ausrüstung. Outfits. Hier kann ich neue kaufen? Platz 1. Oh mein Gott, wie das aussieht. Ich will einfach nackt. Eigentlich sollte ich nackt rumlaufen. So wie die Natur es möchte. So, hier kann ich meine Outfits, glaube ich, Platz 1, Platz Dings und so. Oh nein, ich wollte jetzt das natürlich. Habe ich das ausgerüstet? Ja. Funktionen. Mein Roboterfreund. Taschenlampe. Ah, okay, Gleiter. Aber noch kann ich halt hier nichts auswählen, so wie es aussieht. Aussehen. Ja, kann ich auch nichts machen. Also noch kann ich anscheinend nichts machen. Outfit. Ups, sorry. Ausrüstung. Haupthand. Wie gesagt, ich muss erstmal gucken und klarkommen. Ja, natürlich ausrüsten. Doppelter Halt für doppelten Schaden. Ja, noch habe ich halt nicht so. Nebenhand habe ich nichts. Kopf? Nee, okay. Also ich habe noch gar keine Sachen. Okay, Leute, ich würde sagen, ich beende das Ganze hier und bei dem nächsten Part entscheiden wir, ob wir hier durch oben ja, Richtung Brücke gehen oder hier den längeren Weg wagen. Ja, ich hoffe, ihr hattet euren Spaß und wir hören uns beim nächsten Part. Tschüss!